Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu Terraria 1.4 im Expert Mode. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz noch runter. Und schauen, ob wir... Ups, Moment. Habe ich da jetzt... Ich dachte, ich hätte hier eine Truhe gesehen. Kann das sein? So, rauf hier. Wir haben ja die coolen Stiefel. Oh Mann, so. Habe ich hier... Nö, das ist keine Truhe. Nö, das ist keine Truhe. Ich bin doof. Ja. Und wenn wir schon hier sind, dann killen wir doch ein paar Sachen hier. Zum Beispiel ein Sporenskelett. Okay, wenn ich jetzt schon hier bin, will ich irgendwas finden hier. Zum Beispiel Silber. Silber ist zwar kein Herzkristall, aber immerhin. Gehen wir hier mal runter. Hier waren wir auch schon. Ja. Ups. Aber hier haben wir Gold. Oh, schau an, schau an. Ja? Und schon hat sich das Ganze ausgezahlt. So. Da drüben, das haben wir schon angeschaut, glaube ich. So. Ups, daneben. Das hier wollte ich nehmen. So. Ist dann wohl auch nichts mehr. Nö, runter hier. Das Gold nehme ich mit. So, jetzt muss ich für Luft sorgen. Oh! Wehe. Okay. Das Gold. Haben wir hier sonst was Schönes? Da ist eine Vase. Hey. So, jetzt. Da oben ist auch noch eine Höhle, vielleicht
Habt ihr da auch was Schönes? Vielleicht passt das allerdings hier. Hier drüben ist auf jeden Fall noch eine Höhle. Da schauen wir noch rein. Und dann beginnen wir mit dem Bau der Arena für das Eye of Cthulhu. Ah, hier unten. Unten links sehen wir schon netterweise ein... Oh! Das wird ja immer schöner. Hier haben wir ein bisschen Dämoniterz. Ja, das hat sich schon ausgezahlt. Da haben wir auch Dämoniterz, das schnappen wir uns noch. Und hier, wenn wir hier weiter nach unten schauen, da waren wir dann schon. Ups. So, da ist noch Gold. Gimli, der Sprengmeister, ist angekommen. Das ist gut. Wenn schön langsam alle unsere verloren gegangenen wieder ankommen. So. Machen wir hier einfach nur der Vollständigkeit halber eine Verbindung zwischen diesen beiden. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber egal, machen wir doch. So. Geh weg, geh weg. So, was wir... noch machen ist auf jeden Fall das hier will ich noch haben. Wie sieht es hier unten aus? Ja, das will ich auch haben. Und ach komm. Und ich will jetzt ein paar Fackeln. Nur 15, das ist nicht viel. Okay, also wird es eher hier nach unten. Also das ist cool, wir haben jetzt schon wieder zwei Herzkristalle gefunden. Das heißt, gemeinsam mit den beiden, die wir noch in den Truhen haben, haben wir jetzt schon einiges. Das gibt's doch nicht. Da unten ist noch einer. Ja, so viel Glück hatten wir jetzt schon länger nicht. Das ist cool. Ups. Okay.
So ein bisschen Licht machen hier noch. Mir gefällt mein Jojo immer noch sehr gut. So, hier ist dann aber auch irgendwann ist dann auch Schluss. Oder? Schauen wir hier. Da ist definitiv Schluss. Das ist schon wieder eine größere Höhle. Hier. Moment, sehe ich hier nicht auch was? Zumindest eine Vase. Genau. So. Hier nach unten schauen wir noch kurz und dann ist aber wirklich Schluss. Mit Erkunden. Boah, dafür ist das eh wieder eine ziemlich große Höhle. Ein paar Amethysten. So, hier ist noch eine Druckplatte und eine Pfeilfalle und hier ist noch ein wenig Gold. Ich würde sagen, das Gold ist jetzt das letzte, das wir abbauen und dann geht's ab. So, wir haben irgendwo hier 5 Lebenskristalle. Wow. Diesen Knopf habe ich auch erst neulich entdeckt wieder. Schnell stapeln auf Truhen in der Nähe. Da brauche ich nicht immer wieder jede Truhe einzeln durchzugehen. Das erspart einiges an Zeit. Glibber, wir brauchen Glibber. Glibber. Wir wollen nämlich Fackeln. Nicht lange Fackeln. So. Die Arena. Wo soll die sein? Hier drüben ist gleich die Corruption. Also würde ich eher sagen, wir machen die hier so hin. Pfirsich, okay. Und zwar brauchen wir Dreck und ich glaube, wir haben den ganzen Dreck. Sehr cool. Ich glaube, wir haben den ganzen Dreck auch wieder beiseite gelegt irgendwo. Dreck. Das ist Schlamm. Dreck ist heller. Hier haben wir 999. Den nehmen wir mit. So, genau. Ja. Wenn er unbedingt will, immer her mit den Sternschnuppen. So.
So. Dann brauchen wir auf jeden Fall viele, viele diese. Wow, okay. Diese Holzkappen. Wir machen das jetzt. So hätte ich gesagt. So, Holzklappe. Und zwar beginnen wir hier. Und na komm. Und die soll aber ganz schön weit gehen. So, ja, ich würde meinen, wir machen das Ganze in einer Timelapse. Ich werde das die Arena hier vorbereiten und dann schauen wir mal, ob sich das Eye of Cthulhu zu uns traut. Okay, also ich mache jetzt die Timelapse und ich würde sagen, bis gleich. So, ich denke, wir sind jetzt gewappnet. Ich habe hier eine kleine Arena gebaut. Ich hoffe, die ist nicht allzu kurz. Aber nachdem dort schon die Bäume beginnen, dachte ich, das sollte reichen. Hier habe ich noch ein kleines Häuschen. Auch nochmal danke an Random Colin für den Tipp, dass ich hier die Krankenschwester hinpacke, weil die kann gratis heilen. Ich habe hier eben noch ein paar Lagerfeuer zur kleineren Lebensregeneration hingebastelt. Ich denke, das Auge kann dann kommen. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal den Rest mampfen, den wir hier haben. Und wir haben jetzt 300 Leben. Das ist schon was. Also normalerweise, ich weiß nicht, ob es mit der 1.4 auch noch immer so ist, war es so, dass ich glaube 3 oder 4 NPCs hier sein müssen oder ein Häuschen haben müssen und man selbst mindestens 200 Leben hat. Dann kann das Auge spawnen. Ist jetzt auch noch keine Garantie, dass es kommt gleich, aber dann kann es sein, habe ich so in Erinnerung zumindest. Bis es soweit ist, könnten wir doch warten, vielleicht warten wir kurz, aber das hört sich jetzt nicht so an, als würde gleich mal das böse Auge spawnen. Vor allem sieht es aus, als würde es gleich wieder hell werden. Darum würde ich sagen,
mit dem, was wir jetzt haben an Ausrüstung, trauen wir uns noch mal in den Dschungel. Und schauen mal, was dort so abgeht. Beziehungsweise wie wir dort so abgehen. Warum ist hier nichts? Nichts Erhellendes? Der macht immer noch gut Schaden. Ja, wie schon zuvor mal gesagt, ich sollte durchaus mal schauen, dass wir einen ordentlichen Weg in den Dschungel machen können. Weil es jetzt ohnehin schon viel schneller geht mit den Raketenstiefeln hier, oder Geisterstiefel sind es ja mittlerweile. Dschungelgrassaat. So, hier sind wir schon einige Male gestorben. Piranhas haben hier auch nichts mehr zu melden. So, wie sieht's denn hier aus? Geht's hier unten rein? Nicht allzu weit. Nicht allzu weit. So. Die Dämonenaugen sind natürlich auch gut, wenn wir die hier ein wenig killen können. In der Hoffnung, dass die Linsen droppen, mit denen wir dann das Auge ohnehin herbeirufen können. Gehen wir doch mal runter, nachdem das Auge hier kaputt ist. So. Messer. Das ist doch. Oh, schau an. Wow. Man, die Fledermäuse, die können nerven. Was ist mit euch? Warum so viele? So, erstmal ein wenig ausleuchten hier. Runter mit uns.
Hier sind wir auch schon ein paar Mal gestorben. Oh, oh, oh. Hier unten leuchtet was. Okay. Wow. Okay. Ich habe eigentlich das hier rüben gemeint. Dass ich hier noch zwei Lebenskristalle verstecken. Das ist natürlich ein Bonus, der nicht zu verachten ist. Oh, was haben wir hier? Hui! Bienen. Moment, wo bist du hin? Nicht nett. Viel Leben haben wir nicht. Das ist schön. Was mache ich jetzt? Außer sterben. Ich würde den gern aus sicherer Entfernung killen. So sicher war die Entfernung gar nicht. Komm, lass dein Haar herunter. Und was sonst noch dran hängt. Was ist mit euch Fledermäusen? Ich glaube, die droppen auch gar nichts, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Hm. Geld ist halt immer gut. So, wie sieht es jetzt hier aus? Schön wäre es auch, wenn wir die hier irgendwie aus sicherer Entfernung grillen könnten. Ja, können wir aber nicht. Und das ist auch schon die nächste. Ha. Ein Giftstachel. Jawohl.
Mit den Giftstacheln kann ich ja auch irgendwas machen. Wenn ich nur wüsste, was. Oh! Ich will diese Truhe hier noch haben. Und vielleicht ist hier auch was drin. Ah, oh, das ist so... so aufregend. Nö. Ich... gleich mal diese zwei Lebenskristalle. Der Handelsreisende ist angekommen. Schauen wir mal, was er im Angebot hat. Hier oben ist er. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Fels, Leopardenfell. Lebensformanalysator. Ich glaube, das brauchen wir jetzt alles noch nicht so wirklich. So, nachdem es hell ist, nochmal auf in den Dschungel und schauen wir mal, ob wir jetzt zu dieser Truhe kommen. Auf hier. Wie gesagt, ist ein Weg dort drüber. Muss dringend her. Da wären auch eigentlich Schienen ganz cool. Ich glaube, damit wäre man so richtig schön schnell. Mal schauen, was man für Schienen braucht. Bambus, brauche ich den? Ich baue den mal einfach mal ab. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Komm her. Bin mir sicher, dass ich dort wieder runter will. Ha, da ist er schon. Der Biene. Oder die Hornisse. So, jetzt. Ich glaube, das war gerade jetzt ein besseres Jojo, oder? Kann das sein? Was? War das jetzt schon? Nö, das war jetzt aber kein Lebenskristall. Nö. Ich will ja nicht alles überfluten. So. Aber hier können wir runter.
So. Au. Au. Ist das hier Gold? Nö. Aber. Bewegungsgeschwindigkeit, okay. Eisenbahn. Ja. Gut, kann man. Kann man mal mitnehmen. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen versuchen, Hornissen zu killen. Auch wenn ich, naja, ich glaube, viel einfacher wäre es, wenn ich drauf schießen würde. Also versuchen wir die Muskete. Ja, viel einfacher. Wenn ich jetzt noch treffen würde. Regenerieren sich die? Bienenstöcke. Das ist mein Honig. Jetzt ziehen wir mal durch. So. Das ist doch schön hier. Und ich glaube, wir werden mit der Muskete hier weitermachen. Eine Ranke. So, schön langsam mal hier ein wenig weiter vorwagen. Natürlich immer ganz bescheiden, nicht zu weit, nicht zu schnell vorwagen. So. Wie sieht's hier aus? Okay, wie sieht's hier aus? Da geht's auf jeden Fall ganz schön weit runter. Oh, oh, nein, 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 den will ich. Den will ich hier gar nicht haben. Der. Autsch. Ich sehe hier nichts.
Komm rauf. Ach, nicht zu nah. Oh, oh, oh. Okay. Ich stehe hier leicht unter Stress. Da drüben ist schon wieder so eine schöne Truhe. Gehen wir mal hier rüber. So, Muskete raus. Und daneben schießen, was das Zeug hält. So. Hier unten liegt auch noch was. So, jetzt. Oh, weg. Ah, so knapp. Hier sind zwei Truhen. Ein paar nette Statuen hier. Ich vergesse eigentlich die ganze Zeit blöderweise aufs Heilen. Auf Heiltränke. So, wir. Oh, wo ist sie? Ja, hier ist sie. Was kostet? Es wird dunkel. Kommt das Auge oder kommt es nicht? Flüchtig, 2 Bewegungstempo. Ups. Was ist? Ach so, das macht immun gegen Gift. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Sieht nicht so aus, als würde sich das Auge blicken lassen. Dschungelfackel, Dämonit-Erz, 14 Stück. Gehen wir noch mal kurz zurück. Zeug einlagern. Uralte Kobalt-Brustplatte. Cool, 6. Die hat mehr als ich hier habe. Das ist cool. Gut. Also sieht nicht so aus, als würde sich das Auge blicken lassen. Also holen wir noch diese beiden Truhen. Die Stiefel sind Gold wert.
dann muss ich auf jeden Fall den Guide nochmal fragen, was ich mit dem ganzen Dschungelzeug jetzt basteln kann. Beziehungsweise wie viele ich noch killen muss, damit ich was Ordentliches daraus basteln kann. Also mit 340 Leben, das haben wir schon definitiv Glück gehabt, dass wir so viel gefunden haben. Schön langsam vorarbeiten und runter. Okay, hier sind noch keine Bienen. Ah ja, das war der rote Schleim. So, und hier sind wir. Ein Donnerstock, 14 Fernkampfschaden, okay. Aber, hier können wir, jetzt brauchen wir gar nicht mehr zu warten, bis sich das Auge zeigt, jetzt können wir es jederzeit rufen. Und hier... Nochmal. Das ist sehr, sehr schön. So. Wow. Ja, ja. Das ist doof, wenn die unter mir sind. Ich sehe nichts. Rauf hier. Ja, genau. So mag ich das. Auch so nicht. Ach komm. Ich will hier diese Statue auf jeden Fall noch haben. Hier oben ist auch noch eine. Das sind definitiv Sachen, die ich gern hätte. So, hier ist einiges an Zeug liegen geblieben. Da ist schon die nächste Truhe. Da ist auch die nächste Truhe. Ach, lauter. Autsch. So, weg hier. Ah ja. Das nennt man Gift. Puh.
Okay, ich würde sagen, nächstes Mal werden wir definitiv das Eye of Cthulhu holen. Hier, und zwar zweimal können wir es holen. Das ist wunderbar. Okay. Jetzt fragen wir noch den Guide. Herstellen. Aus Giftstacheln können wir das Dschungelhemd. Hier, da brauchen wir einiges. Naja, das meiste haben wir schon. Dschungelhemd. Das wäre einmal eine Abwehr mehr, aber auch maximal Mana und mehr Magieschaden. Schnappt Dorn, Beschwörungsschaden. Was du beschwörst, konzentriert sich auf getroffene Feinde. Schlage Feinde, um mehr Angriffstempo zu erhalten. Amazone. Die Amazone, das ist ein Jojo. Das haben wir. 12 Giftstachel haben wir. Eine Ranke haben wir. Dschungelsporen haben wir zu wenig. 3. Aber dann könnten wir das schon fast basteln. Oh, eine Grasklinge. Kann Gegner vergiften. 29 Schaden im Gegensatz zu 18 Schaden, aber durchschnittliches Tempo. Okay, das können wir mal mit den Giftstacheln, mit Bienenstöcken. Kann ich die Bienenkönigin herbeirufen oder kann auch eine Bienenstockwand. Also damit, das ist nicht so toll. Und mit den Sporen können wir genau das hier basteln und 8 Sporen, ein Dschungelhut, das Dschungelhemd wissen wir schon und die Dschungelhosen. Also da brauchen wir einiges an Sporen. Beschwört den Hohlraumtresor. Aha. Kann Items aufheben, wenn dein Inventar voll ist. Diese Taschendimension ist nicht von dieser Welt. Das ist ja interessant. Das kenne ich noch nicht. Den Hohlraumtresor. Haben wir sonst noch was? Nö. Okay, also beim nächsten Mal. Eye of Cthulhu. Für heute würde ich sagen, war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.